Hallo, herzlich willkommen wieder hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda. Ich selbst bin der Erhard Mott. Mein Name ist Steven Mann. Hallo. Wir stellen Ihnen den Superscheicher von Ries und Müller Modell 2023 vor, unser Vorführ-E-Bike, mit dem Sie bei uns testen können. Und zwar, das ist so das Flaggschiff in der Scheicherflotte. Mit zwei Akkus ausgestattet. Also wir sind weit über 1000 Wattstunden Kapazität, Akkukapazität, für enorme Reichweiten oder für Leute, die besonders schwer sind, also weit über 100 Kilo haben. Es ist ja bis 160 Kilo Gesamtgewicht zugelassen. Also habe ich jetzt, sagen wir mal, ein gutes Kampfgewicht zwischen 100 und 120 Kilo, wohnen in noch einer bergigen Gegend und wollen die volle Fahrfreude, ohne sich groß anzustrengen. Das trainiert nämlich auch. Dann ist der Supercharger genau das Richtige. Den kriege ich auf Radtagestrecke garantiert nicht leer, die Akkus. Und das Ganze noch in Verbindung, starker Motor, CX-Motor mit einer Roloff E14. Die es im Jahr 2023 im Smart-System von Bosch nämlich nicht mehr gibt. Hier noch der CX-Motor ohne Smart und bietet also diese wunderbare Schalttechnik von Roloff. Sie haben es auch schon bemerkt, mit einem Zahnriemenangetriebe ist es ein System, welches im Grunde genommen auch für die Ewigkeit gebraucht ist. Die Roloff-Narben halten weit über 100.000 Kilometer, der Zahnriemen 30.000 haben wir die Erfahrung gemacht. Ja, wir haben gleich noch an das E-Bike vorne einen Allround-Reifen machen lassen, weil es ist ja auch bedingt geländetauglich. Bist du es schon gefahren eigentlich? Ja, ne? Ist eines meiner Lieblingsräder, weil es eben genügend Puffer dann hinten raus hat. Man muss auch mal sagen, designtechnisch wunderschönes E-Bike, finde ich jetzt persönlich. Ja, weil es hat ja zwei Akkus drin, genau. Und das siehst du dem ja gar nicht an. Ganz genau. Sie können übrigens auch nur mit einem Akku fahren, dann wäre es auch noch einmal leichter, deutlich leichter. Das Neon Display, das ist ja ein Bordcomputer, da kennst du dich sehr gut aus, gell? Ja. Thema Neon, wenn Sie zur Testfahrt vorbeikommen, können Sie da gerne die GPS-Daten von der Teststrecke nutzen. Die sind schon vorinstalliert. Sie müssen nur eins der drei Teststrecken auswählen und dann werden Sie automatisch geleitet. Und so könnten Sie es mit Ihren Routen daheim machen, mit Komoot eine Route erstellen, drauf synchronisieren und sich leiten lassen. Ja, also wir haben übrigens sehr schöne Teststrecke. Die haben wir extra rausgesucht mit vielen Höhenmeter, die Fahrzeit so um die halbe Stunde rum. Und wir empfehlen Ihnen dann auch, je nachdem, wie dann später der Einsatzbereich von Ihnen ist, welche das Sie nehmen oder Sie nehmen beide oder alle. Ja. Vorne ist ein Gepäckträger, den gibt es optional, falls Sie mit viel Gepäck unterwegs sind. Das ist ja auch tourentauglich. Also wir haben viele Kunden und Kundinnen, die sind mit Zelt unterwegs. Ne? Man muss auch sagen, wir haben zwei Kunden aus Sennfeld, das ist in der Nähe von Mosbach. Schöne Grüße. Die beiden machen eine Weltreise mit zwei Supercharger. Sind die schon unterwegs? Ich meine, dass die beiden schon unterwegs sind, ja. Ah ja, gut. Ja, also das alles können wir dazu sagen. Wir laden Sie ein hier, machen Sie Probefahrt. Tun Sie das Kontaktformular ausfüllen. Wir schicken Ihnen dann alle Infos zu, die Sie brauchen. Wenn Sie sich schon besser darauf vorbereiten möchten mit Ihrem Smart-System, der Steven, der zeigt es Ihnen per Videokonferenz. Einfach eine kurze E-Mail schreiben. Hallo Herr Mann, kurze Rückinfo bezüglich der Videokonferenz. Ich melde mich dann, mache meinen Termin aus und gehen alles gemütlich durch. Also, wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Dann. Tschüss.